So, liebe Freunde, da sind wir zurück bei Dark Souls im Low-Level-Run. Tja, wir haben Nito endlich down gehauen und sind quasi jetzt wieder voll drin. Wir treffen uns jetzt gleich mit Ella Awesome, würde ich sagen. Dafür müssen wir erstmal in den Wald, uns ein bisschen weiter in den Wald begeben. Ich weiß gar nicht, ob ich den Schmetterling gerade schon down habe, aber ich glaube, wir haben den schon mal gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Bin ich mir gerade auch nicht sicher. Brauchen wir eigentlich auch gar nicht, ne? Oder? Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Ist eigentlich ja optional. Und Sunny guckt gerade irgendwas. Die Spitzen. Achso, wir haben gerade irgendwie Stream... Upload-Spitzen irgendwie. Da geht ab und zu mal was verloren. Weiß gar nicht, woran das heute so liegt. Was ich noch sagen wollte, und für die Zu- oder Späteinschalter nochmal wiederholen wollte. Wir planen ja, das habe ich am Montag schon mal ein bisschen angesprochen, einen 24-Stunden-Stream oder maximal 24-Stunden-Stream. Deswegen auch dieser komische Balken, der da unten ist bei euch gerade, dieser Fortschrittsbalken. Und der signalisiert quasi, wie weit wir momentan sind mit dem Stream. Also wenn ihr da spendet, steigt der Balken und pro halbe Stunde, pro 30 Minuten sind das quasi 5 Euro. Und bitte? Und wenn ihr quasi da spendet, steigt die Anzahl der Stunden bzw. Minuten, die wir da in dem Stream verbringen. Maximal 24 Stunden, 5 Minuten, 5 Euro sind 30 Minuten. Und ja, wenn ihr quasi da ordentlich reinhaut, holen wir uns davon, von dem gespendeten Geld dann quasi, ein neues Mikrofon, was wir dann schön im Stream quasi dann nutzen können und auch für andere Aktivitäten halt nutzen können. Und vor allem auch dringend benötigen, ja, da unser altes Mikro ja leider Gottes den Geist aufgegeben hat. Ja, und jetzt haben wir wieder diesen alten Klotz, den ihr quasi hier im Bild seht, ja, egal auf YouTube oder auf Twitch gerade. Den alten Klotz seht ihr ganz schön im Bild. Und ja, auch der hat eigentlich so seine Macken. Momentan läuft er glücklicherweise, hat jetzt in den letzten Tagen nicht so ganz viele Macken gemacht, wie es ursprünglich mal war, weshalb wir uns auch ein neues Mikrofon gegönnt haben. Dieser ist aber halt... ja, auch wieder, oder das Mikrofon ist dann halt leider Gottes auch kaputt gegangen, weshalb wir wieder auf den alten Klotz wechseln mussten. Ja, Minderjährige dürfen nicht spenden, das ist vollkommen richtig. Das ist vollkommen richtig. Deswegen nicht einfach die Kreditkarte von Mutti klauen, ne? Und das wäre nämlich, das können wir auch mit uns dann nicht vereinbaren, deswegen ist es mal ein bisschen doof. Oh, ich merke gerade, ich habe auch die Kamera gar nicht angemacht. Muss gerade mal, oder ich renne mal kurz hier durch. Ja, oder Sunny macht das ja kurz. Das wäre super. So, die Sunny macht kurz mal die Kamera an. Das ist hoffentlich scharf, ja. Ist natürlich doof, dass du jetzt direkt vom Bildschirm hängst. Und ich... ja, anmachen und nicht scharf stellen. So. Du kommst nicht weiter, ne? Nö, machst du nicht, ne? Du kommst nicht durch die Ecke, bist nicht doof. Das weiß ich. Ja, du bist doof, ne? Ja, du bist doof. Ihr müsst... und ach so, und ich müsste erstmal PayPal anrichten, sagt der Lichtreflex. Nee, das ist ja auch gar kein, kein Zwang oder so. Also wenn ihr ohnehin irgendwie spenden wolltet, dann gibt's das jetzt quasi, oder dann könnt ihr das in Verbindung mit diesem Livestream halt auch machen. Aber wir wollen jetzt auch keinen unbedingt nötigen, das jetzt unbedingt zu machen. Wäre nur ganz cool, weil wir tatsächlich ganz dringend ein Mikrofon brauchten. Ich bin am Anfang an der Treppe. Ach so. An welcher Treppe? An dieser Treppe hier? Da muss ich nämlich mal kurz zurück. So, ja, die Pilze, die lassen mich in Ruhe. Nee, wir wollen da jetzt wirklich keinen nötigen irgendwie. Muss er machen und hast ihn nicht gesehen. Ja, ansonsten findet er den Spenden-Button auch auf der Seite. Auf der Kalix Live Twitch-Seite da. Ein bisschen weiter unten. Da ist, glaube ich, ein komisches Bit von Sunny und mir drin. Da steht dann Donation. Donation hast du nicht gesehen. Weiß ich gerade auch nicht.
Okay, die sind weg. Ich hoffe mal, ganz am Anfang im Treppenkreis. Ach so, und er kommt doch hierher. Ich bin jetzt extra hier durchgerannt. Ich lege jetzt hier mein Zeichen, dann... Beziehungsweise ich mache mich erstmal menschlich jetzt hier. Kann ich gar nicht. Ach komm, ey. Ich muss tatsächlich nochmal zurück. Nee. Ich lege jetzt einfach mein Zeichen, dann rufst du mich in deine Welt. Sonst müsste ich jetzt tatsächlich nochmal zurück hier. Und du läufst einfach durch den Wald gerade mal. Bis zu dieser Stelle und dann kannst du mich rufen. Ich verstecke mich in der Zeit mal. Und hol mir die Kiste da. Was ist denn da drin? Ich glaube, das... Dingenskirchen hier, ne? Steinzeugs, genau. Auch eine sehr coole Rüstung, aber hundsschwer. Das ist das Problem meiner ganzen Geschichte. So. 5 Flakons. 5 Flakons. So, dann warten wir in der Zeit mal schnell. Und ja. Genießen die Aussicht von hier oben. Und warten mal, dass der Adder kommt. Das wäre ganz cool. Nee, wie gesagt, also wir, ja, nötigen da niemanden. Wenn ihr ohnehin aber den Stream unterstützen wollen würdet oder wolltet, dann wäre das jetzt die perfekte Gelegenheit in Form eines 24-Stunden-Streams, den wir dann machen würden. Beziehungsweise dann je nach Länge, ja, weiß ich nicht, 12 Stunden, 20 Stunden, je nachdem, was dann letztendlich zusammenkommt. Aber das geht ja, ja, kommt ja auch einem relativ guten Zweck zugute. Mehr oder minder, ne? Also das Mikrofon halt. Und da fehlt halt momentan irgendwie das Geld so, dass wir das dann ohne weiteres bei uns privat halt so finanzieren könnten. Weil es ja dann doch schon ganz schön ins Geld manchmal geht. Leider Gottes. Aber ja, die Hardware gibt halt nun manchmal leider den Geist auf. Und das leider Gottes ziemlich schnell bei uns gerade. Weil auch die Laptops irgendwie im Arsch sind. Naja, zumindest meine irgendwie. So langsam nach 2 Jahren. Kauft euch nie irgendwie Laptops. Zumindest nicht, wenn ihr da auch ab und an mal ein bisschen spielen wollen würdet. Weil das geht absolut nicht mehr bei mir. Ich kann da höchstens noch rendern. Oder halt irgendwie arbeiten so ein bisschen. So ein bisschen zumindest. So. Ich warte und warte und warte. Kann gerade mal gucken, was wir jetzt noch so haben. Was ist denn eigentlich das jetzt? Auge des Todes. Da können wir, glaube ich, da wären wir, glaube ich, schneller invaded, ne? Ja, genau. Lockt Phantome an. Chaos Vamp sagt Hi Chat und ich sage Hi Chaos Vamp. Ja. Was haben wir sonst so hier? Ja, eigentlich auch keine geilen Items, ne? 3, beziehungsweise 4 Menschlichkeit haben wir noch. Das ist schon mal viel wert. Die heben wir uns gut auf, aber der Adder holt uns, beziehungsweise gibt uns ja hoffentlich auch gleich ein bisschen was. Na? Da sagen wir schon mal Dankeschön. Hoffentlich findet er uns überhaupt. Das ist halt auch so ein Problem. Das ist halt auch relativ schwierig. Er hat jetzt extra einen neuen Charakter noch angefangen. Das muss man mal zusagen. Weil ich habe ihm ja beim letzten Stream einen Link gegeben. Das ist ja, oder hat ja mit der ganzen, ja, mit der ganzen Steam-Politik oder Dark Souls-Politik zu tun und Games for Windows Live. Das wurde ja abgeschafft. Im Juli, wenn ich, nee, gar nicht. Ja, voll und ganz eigentlich jetzt im Januar, glaube ich, irgendwie so. Da ging das los. Da konnte man umstellen, dass man die Spielstände von Games for Windows Live auf die Steam-Version übertragen konnte. Und auch die ganzen Retail-Versionen, die liefen ja im Grunde alle mit Games for Windows Live. Und das konnte man dann bis zum 16. Februar, glaube ich, übertragen. Und der 16. Februar ist ja schon ein paar Tage her, weshalb er das nicht mehr übertragen konnte. Von diesem Spielstand oder von dieser Version musste dann updaten und musste dann ja, im Prinzip neuen Charakter anfangen, weil der alte Charakter dann nicht kompatibel ist, was sehr doof ist. Ja, wusste ich auch nicht, beziehungsweise hab mich da auch nicht. Kannst du mich mal versuchen zu beschweren, seh dich nicht. Da muss ich mich kurz menschlich machen. Warte, dann gehe ich nochmal schnell zurück hier. Beziehungsweise nehme mal kurz einen Knochen.
Ich hoffe natürlich, hast du jetzt die Steam-Version? Das ist bei Steam gestartet, Ella, ne? Sehe ich das richtig? Zumindest bei dir. Und da hast du ja dann wahrscheinlich einen neuen Spielstand angefangen. Und ich glaube, das müsste dann ohne weiteres der richtige Spielstand sein, der dafür jetzt nötig ist, damit wir uns gegenseitig sehen, damit halt auch die ganze Online-Funktion über Steam läuft. Und dementsprechend auch ein bisschen besser. Das hoffen wir zumindest alle mal. Ich habe es jetzt, wie gesagt, bei Dark Souls 1 quasi gar nicht so richtig ausprobiert, seitdem das halt live ist. Und von daher kann ich nicht mal sagen, ob das anständig funktioniert mittlerweile. Oder zumindest besser funktioniert als mit Games for Windows Live. Das wäre ja auch eine ganz schicke Angelegenheit. So, einfach durchrennen. Komm. So, komm, komm, komm. Bisschen schneller, Mauder. Komm, komm, komm. Danke. Weiter, Junge, weiter. Nee, ich komm zurück. Ich komm. So. So, und hier liegt ein Zeichen. So, ich muss mal ein bisschen weiterlaufen. Damit die auch mal zurückgehen. So. Ich glaube, du liegst da schon. Also, ich habe da ein Zeichen gesehen. Das könnte durchaus. Ah, komm, ey, meine Herren. So. Jetzt aber. Dann hauen wir den jetzt einfach mal platt. Bis das ewig dauert hier, bis er zurückläuft. Na, da also down. Kriegen wir noch mal ein paar extra Seelen. So, kommt der andere auch mit? Ne, hier ist er. Anna, awesome. Ich fasse es ja nicht. Das klappt auf Anhieb. Na, so muss das sein. So, den machen wir jetzt noch platt. Wenn es irgendwie geht. Felsumschlag 049, was? Na. Jetzt ist er verwirrt hier. Oh, der hat eine Großsense. Das hat er erzählt, ja. Hat bei Twitter, haben wir ein bisschen geschrieben gestern noch. Oh, yeah. Der Chaos-Vamp ist gefolgt. Ich grüße dich und begrüße dich vor allem. Ne? Oh yeah, das muss ich noch irgendwie auf YouTube mal noch versuchen einzubinden, weil das fehlt aktuell so ein bisschen. Das kannst du aber abhaken, mein Freund. Ja, geil. So, jetzt war's das aber. Alles klar. Dann haben wir das hier erledigt und können, ich muss mal gucken, so, den guten Herrn mal begrüßen. Hat man, glaube ich, eh nicht so richtig gesehen. So. Möchtest du mit mir jetzt Sif machen oder was? Okay, dann machen wir mal Sif zusammen. Oder willst du mir etwas geben? Das ist die Frage. Oder möchten oder sollen wir zusammen auch Sif erledigen? Das ist die große Frage. So, winken wir mal nochmal. Ist das winken? Tatsächlich, okay. Nee, es ist zeigen, ne? Das Wort zeigen, glaube ich. Nach oben zeigen, ja. Wir könnten theoretisch auch wechseln. Herbeirufen, vorwärts, winken. Okay, hat man glaube ich auch vorher drin. Ne? Ah, da hat er schon was hingelegt. Darf man nicht vergessen hier. Ich danke dir. Oh, und 4 Doppelmenschlichkeit. Danke, danke. Oh, 3 große Scherben. Und noch mehr. Große Brocken, graue Brocken. Und grüne Scherben. Ich danke dir. Und noch mehr. Blaue Brocken. Du brauchst mir jetzt nicht alles droppen, was du hast, ne? Das ist dir bewusst. Funke Titanit. 3. Danke. Drachenstein. Auch wenn ich es nicht brauche. Danke. Und ein gerades Drachenschwert. Bastardschwert. Eine Claymore plus 6. Ein Schlangenwehrschwert plus 6. Ein Zweihänder plus 6. Und eine Gargoyle-Axt. Habe ich, glaube ich, gekommen, ne? Und noch eine Gargoyle-Axt. Und eine Großaxt. Jetzt droppt er alles, was er hat. Eine Großaxt des Drachenkönigs. Wo sind die her? Eine okkulte Keule. Alles. Keule. Verstärkte Keule. Drachenzahn. Jetzt droppt er wirklich alles. Eine Spaltaxt. Ein Blitzspeer. Ein Stachel. Ein Dämonenspeer plus 2. Du denkst schon, ich schaff das nicht alleine, ne? Wo hast denn, wieso hast du alles auf plus 6 hier, ey? Okay, das war's jetzt. Danke, danke, danke. So, winken. Nee, verbeugen.
Es gibt Freude, ja, so. So, voll reingesprungen. So, ich guck grad mal. Allerdings habe ich auch schon mal vergessen, was ich gucken wollte. So, jetzt haben wir zwei Hände, zwei Schlangenschwerter. Achso, das Drachenschwert, ob ich das überhaupt tragen kann, das wollte ich mal gucken. Das kann ich tatsächlich tragen. Das ist ja ein Ding. Ist nämlich eigentlich auch, zumindest für den Anfang, eine rundskrass starke Waffe. Die hätten wir uns am Anfang eigentlich auch holen können. Ja, ist so halb schnell. Auf jeden Fall schneller als den Zweihänder, den wir haben. Das Problem ist halt, mit dem Drachenstein wird es zwar stärker, aber glaube ich nur um 20 Punkte. Weshalb der nicht ganz so stark wird im Endeffekt. Der ist glaube ich auf Max bei 300. Und ursprünglich ist der glaube ich auf 200 physischen Damage. Ist daher im Prinzip eine echt krasse Anfangswaffe. Wird dann aber auch nicht mehr stärker und deswegen lohnt es sich im Grunde nicht so ganz krass, die aufzuleveln. Das wollte ich mal sehen. Großaxt des Drachenkönigs. Kann man nicht tragen. Aber haben wir. Der Stachel ist auch ganz gut. Musste mal upgraden. Der Stachel. Das klingt so ein bisschen, weiß ich nicht. Eine Großsense, die konnten wir auch nicht tragen, ne? Wir haben ja auch eine Großsense gefunden, die du auch hier nutzt. Genau, ich habe nämlich anders geskillt. Hätte sie nutzen können, hätten wir ein bisschen mehr auf Beweglichkeit geskillt. Haben wir nicht gemacht. Weil ich dachte, nee, wir machen auf Stärke. Und da haben in dem Fall ja 24 Stärke und nur 13 Beweglichkeit. Ein Punkt fehlt für die Großsense. Na gut. Oh, Gegenstand nehmen. Hartsteinring, danke. Noch, achso. Flammensteinplattenring. Donnersteinplattenring. Blauer Drehensteinring. Der habe ich auch nicht. Ring der Opferung. Das Kronenring. Das ist schon ein bisschen cheaten so fast, ne? Also zum Fahren ist goldener Schlangenring echt ganz geil. Ja, ich danke dir auf jeden Fall, Adam Awesome. Wir können gerne mal Sif probieren. Zusammen. Ich denke mal, wir schaffen das. Also locker. Dann können wir zumindest schon mal heute noch die Four Kings mal anschauen. Weil ich weiß nicht, wie schnell wir den jetzt down kriegen. Also Sif ist ja im Prinzip nicht so der... Ne? Weiß ich nicht. Ganz schwerste Boss, auch wenn ich mich da wahrscheinlich sehr dumm hätte anstellen können. Noch ein paar Sachen. Oh Gott. Was? Ich renne mal zurück. So, wir müssen auch gleich mal weitermachen hier. Du kannst mir nicht immer nur Zeug truppen. So, ich laufe mal schnell zurück. Ich habe es mich gerade schon in der Ferne gesehen. Glaube ich. Da liegt mich noch was. Oder? Ne? Da, ja, das liegt was. Okay. Wollte schon sagen. Goldharz. Oh. Ja, wir haben das Goldharz entdeckt. Kohleharz. Wurfmesser. Alter. Schwarzbombe. Oder schwarze Feuerbombe. Brandbombe. Lila Moosklumpen. Grüne Blüte. So, jetzt haben wir aber alles. Jetzt sind wir vollgepackt bis oben hin mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Ins Weekend Feeling können wir noch nicht, weil erst Mittwoch ist, aber... Das läuft, ne? Da liegt noch was. So, er ist vor der Tür. Dann machen wir mal kurz Sif. Je nachdem, ob wir das jetzt im First Try zu zweit schaffen, sollte eigentlich kein Problem sein. Aber man kann sich immer mal ein bisschen dumm anstellen, ne? Und die Menschlichkeit, ich würde es dann danach alleine probieren, wenn er, oder wenn wir jetzt tatsächlich failen, oder wenn ich faile, weil die Menschlichkeit würde ich dann eher für Notfall aufheben und Sif ist, denke ich mal, schon alleine machbar. Von daher würde ich das dann eher alleine probieren, als dann unbedingt die Menschlichkeit zu opfern. So, das Tor machen wir auf. Gesundheit an Sunny. Und die Tür öffnet sich. Und jetzt kommt gleich ein riesen Wauwau, der uns mit seinem Schwert in 30 Stücke teilen möchte und dem Artorias, unserem liebsten Freund, zum Fraß vorwerfen möchte. Ja, da ist das Schwert. Ja, wie groß muss nur der Hund sein? Man weiß es nicht. Es ist ein Wolf, aber es interessiert jetzt auch keinen mehr. So, Hornissen, Ring haben wir. Und dann geht's los. Was macht Sunny da hinten? Die macht Essen. Die macht gerade Gurkensalat. Wir machen gleich... Und Kartoffelspalten. Selbstgemachte Kartoffelspalten, also aus echten Kartoffeln. Einfach mal... Haben wir nicht gestern eine Reportage gesehen? Bei Kabel 1. Da dachte ich mir.
Ne, mach mal. Mach mal, Vibe. Na, gestern. Also, ja, Kartoffelspalten, nicht aber selbst gemacht. So. Konzentrieren. Der gute, große Wauwau ist da. Der Wauwau möchte uns kaputt hauen. Aber da haben wir was dagegen. So. Der geht natürlich hier total steil gerade schon wieder. Ich habe den, glaube ich, noch nie zu zweit gemacht. Allein ist der schon echt übersichtlicher als zu zweit, merke ich gerade. Also der jungelt ja die ganze Zeit nur rum. Ja, und der es kann, ist auch dabei. Ich grüße dich. Schönen guten Abend. So, du kannst halt... Oh, schön wegblocken, wollte ich gerade sagen. So, ich muss mal was trinken. Können wir auch mal den guten... Stimmt, so läuft das ja. Ich muss ja auch den Edda ein bisschen heilen hier. Fällt mir gerade auf. So. So, ich trinke mal was. Trink. Und da ist er geheilt. Der gute Edda. Ich glaube, der Wolf macht's auch nicht mehr allzu lange. Dann wäre das zumindest, ne, ein sehr erfolgreicher Stream mit zwei Bossen. Hat man lange nicht mehr. Hat man, glaube ich, relativ lange nicht mehr. Oh, der Lichtreflex. Ich danke dir. Warte. Wir bedanken uns gleich richtig. Das ist echt doof. Wieso kommt denn das bei uns nicht an hier? Da ist er da unten. Und Bund des Artorias, das Ding braucht man quasi. Den Heimkehrerknochen, Menschlichkeit und die Seele von Sif. Jo, und der Edda ist schon weg, direkt. Tja, ich danke dir, Lichtreflex. Wir können direkt mal, also wenn Zan hier zu schnell ist, die, ach nee, wir haben es ja gar nicht offen hier, ne? Wieso geht denn das gerade nicht? Ach, ist noch nicht da. Okay, dann braucht das vielleicht... Eigentlich müssten die 5 Euro angezeigt werden gleich. Da müsste nämlich eigentlich ein Sound auch kommen. Das haben wir nicht extra so eingestellt, wenn alles funktioniert. Wir warten noch kurz. Ansonsten lesen wir die Nachricht separat nochmal vor. Bei mir war alles da und kam ewig später... Kanix Commentary. Ach so, ja, das ist normal. Das ist das Stream, ne? Das ist Stream. so, die Handkerlknochen nutzen wir an der Stelle mal. Und mich irritiert gerade mal, dass es gar nicht angezeigt wird hier. Müssen wir mal gucken, ob das jetzt 1-2 Minuten dauert. Aber Sunny kann die Nachricht lesen, ne? Oder? Sagt sie. Sagt sie. Altar des Grabesfürsten haben wir jetzt da unten. Okay, ja, jetzt haben wir zumindest schon mal den guten Dingenskirchen, den Ring. Ich habe mich halt am Anfang gewundert. Ach so, ja, das ist so, ne? Das ist so. Ne, 25 Sekunden Stream-Verspätung. So, jetzt können wir zumindest zurück zum Feuerbahnschrein und können uns da auch nochmal den Herrn angucken. Beziehungsweise die Four Kings. Ne? Also Rechnung kam an. Hm. Dann läuft das ja wunderbar hier bei uns, ne? Von wegen mit... Das System läuft wunderbar. Da muss ich das nächste Mal gucken und das ein bisschen besser einstellen, ne? Kann ja nicht angehen. Dass das hier nicht so astrein funktioniert. Eigentlich ist auch alles offen. Weil es gab ja vorhin auch einen Follower... Das wurde ja auch angezeigt und das läuft eigentlich über dasselbe System. Weshalb auch die Spende eigentlich hätte im Stream zumindest irgendwie ein bisschen angezeigt werden müssen. Jetzt gehe ich da mit 43.000 Seelen runter. Das ist auch ein bisschen, ne? Weiß ich nicht. Jetzt muss ich mal gucken, ob... Dich hört man dann auch nicht. Ach so, du redest mit mir. Ach so, ja. Ja, PayPal, das sagt Sunny gerade. Die komische Gebühr von PayPal, die uns irgendwie 10%, glaube ich, abzieht, ne?
So, welch brillante Firma? Was will er? Blaue Glut. Wo hab ich die denn jetzt her? Ja, Magiezeugs halt, ne? Gibt keine Nachricht. Oh, sonst hätten wir die jetzt, ne? 25 wäre schon. 1,5 oder so. Ach so, ja. Ja, komisch, dass es jetzt nicht angezeigt wird. Und der Fortschrittsbalken, ja, den muss ich das nächste Mal auch ein bisschen besser einstellen. Normalerweise müsste der jetzt ein bisschen nach voll gehen und ein bisschen aufploppen. Beziehungsweise, warte mal. Dann machen wir eine ganz kurze, zumindest für die YouTube-Zuschauer, eine 10. Sekunde Pause und wir sehen uns gleich wieder.